besser. An einem Junimorgen haben sich Markus Wechsler und Birger Domeyer zum gemeinsamen Fischen verabredet. Die beiden wollen ihr Glück an einem Vereinsgewässer im fränkischen Altmühltal probieren. Direkt nach Sonnenaufgang geht's los. Hallo liebe Fisch- und Fangleser, mein Name ist Markus Wechsler vom Quantum-Team. Ich bin heute mit meinem Angelkumpel Birger, der Raubfischfreund, hier an dem See. Und wir wollen heute mal ein bisschen was Ungewöhnliches machen. Wir wollen mit 8 Meter Bolognese-Ruten relativ große Karpfen fangen. Und das macht richtig viel Spaß. Und ich habe dem Birger davon erzählt und dann hat er gesagt, Mensch, da mache ich mal mit. Und jetzt versuchen wir es. Markus, ich bin gespannt. Gestern war ich noch am Rheinzander angeln mit einer etwas strafferen Rute. Heute habe ich hier eine 8 Meter Rute mit so einer winzigen Pose dran. Ich habe mir dafür extra mal meine Brille aufgesetzt, damit ich die überhaupt sehen kann. Und dann bin ich mal gespannt, ob das ein Karpfen aushält. Oh. Da werden wir sehen. Jetzt heißt es Futter anmachen. Dazu nehme ich hier von Browning das Betaine Muscle Mix. Das hat hervorragende Wirkung, vor allem auch auf die Schleien, die hier auch gut vorkommen. Und da ich eigentlich mit vielen Fischen rechne, müssen wir da schon ordentlich Futter reinschmeißen, damit die auch am Platz bleiben. Und jetzt kommt das große Highlight, das große Ködergeheimnis, der mir schon viele, viele Karpfen beschert hat. Dosenmais. Und da ist ganz wichtig, diese Flüssigkeit, die sich da drin bildet, bitte benutzen. Die ist so schön süß. Kommt alles da rein. Da kommt noch Mais dazu. Konsistenz ist dann richtig, wenn es so trocken aussieht wie hier. Aber wenn ich es einmal zusammenpresse, bleibt es. So, da kann man gleich anfüttern. Und da wir direkt unter den Rutenspitzen fischen, muss ich auch nicht weit werfen. Da wir hier relativ viel Fische haben, kommt da am Anfang gleich richtig rein. Bevor Markus und Birger allerdings loslegen können, müssen die Ruten noch startklar gemacht werden. Also, Haken runter vom Gummi. Da geht das Gefummel schon los. So. Na, ich krieg das schon. Mit dem kleinen Ding. Na Birger, so ganz geheuer ist dir das Ganze wohl nicht, was? Also wenn ich das mit meiner Zanderrute vergleiche, dann ist das hier der reinste Schwabbelstock. Aber es funktioniert ja, machen wir das mal. Jetzt müssen wir noch exakt ausloten. Dazu habe ich so ein Birnenblei. Guck. Ja. Mit so einem Silikonschlauch drüber, dass der Haken hängt. Ach, die günstige Lotblei-Variante. Ja, natürlich. So. Ja. Und jetzt machen wir Tiefe. Ich würde sagen, ich lote aus und dann stimmen wir die Tiefe genau mit deiner Rute ab. Ja? Ich habe doch einen anderen Platz, da würde ich selber ausloten. Das ist, ja, okay, kannst du auch machen. Was ein weiches Gerät hier, Mensch. Guck dir diese Rute an. Jetzt gucken wir mal, das Lotblei ist jetzt am Grund. Jetzt habe ich ungefähr, wenn ich es wegmache, das Vorfach nahezu komplett auf dem Grund liegen. Und genauso soll das sein. Und ausloten, extrem wichtig. Oft entscheiden 5 cm über fangen oder nicht fangen. So Markus, her mit dem Lotblei. Jo, auf geht's. Auch mal einen Platz ausloten. Mal gucken hier, die Sparvariante. Zack. Ein wieder hakenloser Haken. Ist das Absicht, Markus? Ja. Aha, dann wollte ich nur mal fragen. Nicht, dass ich hier. Gleich was dazu. Okay, okay. Nicht, dass hier so ein unlauterer Wettbewerb stattfindet. Nee, nee. Also, wir fischen hier mit 6er Haken. Ganz dünne Haken, ohne Widerhaken, ist fürs Bolofischen sehr wichtig. Da ich einen dicken Haken mit Widerhaken mit dieser weichen Rute beim Anhieb nicht in das Fischmaul reinkriege. Deswegen fischen wir ja, hier so eine Nummer. Man lernt ja immer beim Karpfenangeln, muss der Köder unter der Haken im Köder versteckt sein. Das ist hier eine ganz andere Geschichte. Ich schiebe ein Korn drauf, dann nehme ich ein kleineres Korn, schiebe das auch drauf. Und die Hakenspitze bleibt frei, ganz wichtig. So wird geangelt. Ein letzter Check.
Ob die Bremse auch richtig eingestellt ist, dann steigt die Spannung. Berger, die Rute nicht einfach ablegen, sondern bitte in der Hand behalten. Die Bisse sind so vorsichtig, du musst wirklich sehr schnell reagieren. Und Anhieb vorsichtig, ja? Ganz vorsichtig. Oh, da muss ich mich zusammenreißen. Unsere beiden Petri-Jünger lassen ihre Posen nicht aus den Augen. Markus, da war schon der Erste. Ganz, ganz vorsichtig einmal. Der Schwimmer taucht jetzt nicht ruckartig ab und verschwindet, sondern der geht erstmal 1-2 Zentimeter unter oder zieht 2-3 Zentimeter langsam an der Oberfläche entlang. Anhauen, das sind die Karpfen. Die fressen da unten in aller Seelenruhe und machen, wenn die den Köder nehmen, schwimmen die nicht einfach weg. Die fressen einfach weiter. Nur wenige Augenblicke später passiert es. Jo. Oh, weia, weia, weia. Oha. Du musst mit dem Finger ganz leicht mitbremsen, ganz leicht. Ne? Der Karpfen denkt überhaupt nicht daran, anzuhalten. So, jetzt sind die ersten 80 Meter weg, jetzt nee. Kommt das Becken doch. Ach, da kommt der Knoten, guck mal. Jetzt geht's an die Unterschnur. So, jetzt bleibt er dann langsam stehen. Klipp, 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 klipp durch die Ringe. Ah, wir hätten wieder. So. So, und jetzt ziehst du ihn und kurbelst wie normal pumpen. Schön soft. Nee, der geht nochmal. Die Bolognese-Route zeigt, was in ihr steckt. Doch der Karpfen gibt sich immer noch nicht geschlagen. Jetzt mach schon mal ein bisschen Druck, mit dem Finger draufbleiben, ein bisschen ziehen, dass er weiß, wohin soll, ne? Ja, jetzt werde ich den Drill mal ein bisschen forcieren hier mit dem Lämmerschwanz. Das hält richtig aus, das Zeug. Mhm. Das ist ja das Verrückte. So, jetzt kommt er. Jetzt kommt natürlich der Vorteil der Rute. Jetzt kommt der Fisch so langsam in meine Richtung und schwimmt hier unter meiner eigenen Uferseite lang. Und da kann ich natürlich mit der Rute den so vom Gestrüpp fernhalten. Also mit einer kürzeren Rute wäre ich jetzt hier in dem Baum drin. Jedenfalls mit der Schnur. Jetzt angle ich seit über 30 Jahren und habe schon wirklich viele Fische gefangen. Aber jedes Mal, wenn wieder so ein Tier hängt, und es wird gedrillt, da zitter ich. Das ist unglaublich. Das wäre der erste Fisch, den wir hier verlieren. Nix. Ja, er schwimmt schon wieder raus. Gar nix. Ja, da kommt der Schwimmer. So, jetzt geht er wieder. Die Kopfstöße, das ist ja wirklich an der Route auch. Du spürst jeden Zucker. Das absolut. Macht so einen Spaß. Und man kann auch ganz, ganz schön Druck auf den Fisch ausüben. Also das ist schon okay mit der Rute, muss man ehrlich sagen. Was mit deinem Arm? Ja. Ja, der Arm macht sich auch schon bemerkbar. Diese Karpfen im Drill mit dieser langen Rute kann man führen, ich sage immer, wie ein Dackel an der Leine. Wenn der Richtung die Büsche will, ziehe ich in Richtung den Busch und er dreht sofort um und schwimmt wieder nach außen. Das sind alles Dinge, die könnte ich mit der kurzen Rute nie machen. Mit einer langen Rute kann ich den Fisch wirklich extrem gut führen. Wenn der jetzt dann mit dem Kopf aus dem Wasser kommt und aufgibt, dann gehst du mit der Rute ganz langsam zurück und dirigierst mit dem Fisch hier an den Kescher ran. Kein Problem. Überhaupt kein Problem. Was sagt er so einfach? Wenn er mit dem Kopf hochkommt, sagt er. Nimm dann nochmal 10 Meter Schnur. Aber schließlich schwinden dem Kämpfer die Kräfte. Nicht im Busch rein! Das war ja ein spannender Drill an dieser Route. Kein ganz großer Karpfen, aber das ist halt die Größe, die meisten Angler ja fangen. Ich meine, so ein 20 Pfünder ist ja auch nicht alltäglich. Und da macht der Fisch hier doch schon wahnsinnig Spaß, oder? Kaum hat Birger die Montage wieder im Wasser, geht's erneut rund. Oh.
Ja, ist gleich der nächste dran. Und der hat richtig Ärger. Jetzt ist er sauer. Das war wirklich gerade die Pose aufgesetzt, hingestellt. Der stand keine 10 Sekunden. Plupp, war er weg. Ah, der schwimmt auch nicht ganz so viel wie der andere. Der ist noch ein bisschen kleiner. Wenn du dich da mal nicht täuschst, Bürger. Und als guter Gastgeber habe ich den Bürger natürlich auf meinen Platz gesetzt, wie man sieht. Ja, der Platz ist gut, Markus. Ja, da kann man ruhig schon mal die Hand wechseln zwischendurch. Das ist nicht unanstrengend, möchte ich bemerken. Eine Nummer größer. Und jetzt musst du mal gucken, wo der Haken hängt. So einen Haken, so einen gehakten Fisch kriegst du nur mit einer Bolo-Rute. Ansonsten hast du keine Chance. Ohne Widerhaken. Schön. Flip. Das ist schon ein kleines, dickes Schweinchen. Also deutlich größer als der von eben. Hat aber erstaunlicherweise wesentlich weniger stark gekämpft. Also der war jetzt vom Drill her, das waren keine 10 Minuten. Kann man nicht sagen, dass das jetzt unnötig lang gedauert hätte. Der war ziemlich schnell draußen eigentlich. Alles bestens. Wie man sieht, wie der gehakt war. Sehr fein geangelt. Sauber gehakt. Ein schöner Bolo-Karpfen. Jetzt geht es wirklich Schlag auf Schlag. Kaum sind die Montagen wieder ausgebracht, ist Markus mit Drillen an der Reihe. Oh, da ist er. Fast gedacht, dass der gar nicht so weit gezogen ist, dass er gar nicht so groß ist. Super Drill, trotzdem. Die große hin oder her? So Fische machen hier im Angelverein die Leute Purzelbäume. Ja. Drin ist er, Markus. Da haben wir ihn ja wohl. Auch dieser Karpfen hat sich super verkauft. Scheint ja jetzt so, dass der Platz hier rechts, wo ich angel, ein bisschen besser ist als deiner. Ja, das ist auch eindeutig zu erklären. Also es ist, wie gesagt, mein Platz. Da rutscht das Ufer seitlich nach unten, das Futter rutscht nach unten, der Mais nach unten und bleibt in so einer kleinen Rinne liegen. Und genau in der Rinne angelst du. Ha. War ich doch genau richtig. Die Bremsen wollen an diesem Vormittag gar nicht mehr aufhören zu kreischen. Markus muss sich schon ordentlich ins Zeug legen, um seinem Widersacher Paroli zu bieten. Boah, der will mal gar nicht. Aber guck dir mal, was diese Angeln aushalten, das ist unglaublich. Doch auch dieser schöne Karpfen muss allmählich klein beigeben. Jawohl, da Mann, ist drin. Ein schöner Bolo-Karpfen. 6, 7 Kilo vielleicht. Große Fische an feinem Gerät. Berger angelt weiter. Mir ist jetzt richtig warm geworden vom Drillen und ich ziehe jetzt, Karpfenangler werden sich wundern, eine feuerrote Jacke aus. Wir fischen direkt am Ufer. Das zum Thema Volltarnung am Wasser. So, kurz zum Gerät. Wir angeln hier mit
8 Meter Bullo-Ruten der Firma Browning. 10er, maximal 20er Stationärrollen. Weil wir, man hat es gesehen, viel, viel Schnur brauchen. Dann nehme ich 20er Monofil. Vorfach ist ein 18er Monofil. Hakengröße 6. Ganz dünndrähtig, ohne Widerhaken, damit ich mit dieser weichen Rute den Anhieb auch durchbringe. Und ganz wichtig, die Bremse muss optimal laufen, sonst kriegen wir ein Problem. Kaum ausgesprochen singt Birgers Bremse schon wieder ihr schönstes Lied. Oh, oh, da ist er wieder. Die lass mal an. Oh, oh. Oh, Markus, da ist 120-Finder. Oder wieder so ein kleiner, der sich gut verkauft. Noch während der ersten Flucht bekommt auch Markus einen Biss. Jetzt haben wir hier einen kleinen Doppeldrill. Ich wollte gerade was zum Gerät noch sagen, aber heute geht's ab hier. Oh, hier sind keine Blätter. Oh, 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 oh. Der ist gut. Meiner ist ziemlich weit drüben, Bäcker. Ja, der ist so in der Mitte ungefähr. Ja. Meiner geht zum Glück, dankbarerweise. So, jetzt kann man mal tauschen. Ich sehe da die Schnur nicht. Ne, der ist so dann, wo der Ring gerade zu sehen war. In der Mitte, da ist er. Geh mal ruhig, wir gehen mal rechts. Ne? Deiner geht unten durch, ne? Ja. Fliegender Wechsel. Hektische Situationen, aber so muss das sein. Ja, der ist auch wieder gut. Also der lässt sich auch sehr ordentlich an hier, der Kamerad. Berger stand im Stellungskampf und meiner zieht hier noch Preise da draußen. Er will unbedingt in den Baum rein hier vorne. Ja. Das mögen sie. Also wird das nichts. Da Markus noch alle Hände voll zu tun hat, keschert Kameramann Christian Birgers Fisch. Ja, ist drin. Jawohl. Wir haben ihn. Noch eine letzte Flucht. Dann ist auch der zweite Karpfen reif für die Landung. Was für ein Angeltag. Ja. So. Vom Wegen, Markus, so. Also, klein ist aber was anderes. Wieder schön gehackt. Zack, das war's schon. Da ist der Haken draus. Das ist das Ergebnis des gerade gesehenen Doppeldrills. Mit zwei Ruten drillen, auch mit den langen Bolo-Ruten, kein Problem. Wenn sich da ein bisschen abstimmt, klappt das. Jetzt haben wir einen schönen Angelvormittag abgeschlossen mit ein paar schönen Fischen, wie ihr gesehen habt. Ich wollte noch kurz was zur Bolognese-Technik sagen. Ist eigentlich entwickelt worden in Italien, in den Flüssen, in den schnell fließenden, um an langer Route einen Köder abtreiben zu lassen, um Barben und Rotaugen und so Sachen zu fangen. Ich habe damit angefangen in der Altmühl, in dem Fluss, der hier hinten vorbeifließt, auch Rotaugen einfach fangen und dann habe ich immer wieder Karpfen gekriegt. Und so bin ich auf die Idee gekommen, das einfach zu nutzen. Ich kann mit dieser langen Route den Köder, sprich den Schwimmer, exakt an der Strömungskante halten. Und da kann man hervorragend fangen und auch drillen, das macht einfach wahnsinnig Spaß. Wir mussten heute auf den See ausweichen, weil die Altmühl hinten richtig Hochwasser hat, richtig trübes Wasser. Aber ihr habt gesehen, das klappt auch im Stillwasser und das macht einfach wahnsinnig Spaß. Und ich bin deutlich erfolgreicher als andere Angler mit herkömmlichen Angelmontagen. Ist so. Und jetzt, der Birger sitzt immer noch da und fischt. Birger, Fazit. Du als Stipp-Unkundiger. Markus, ich kann mich kaum losreißen. Es beißen ja doch noch Fische, auch obwohl die Sonne jetzt ganz hoch steht und es sehr warm geworden ist. Man macht wirklich super viel Spaß mit dieser Bolo-Route. Hätte ich nicht gedacht. Ist auch gar nicht so schwer zu handeln, das lange Gerät. Also mir macht das wirklich Laune, muss man ehrlich sagen. Ist mal was anderes auf Karpfen. Absolut. Ja, dann packen wir jetzt langsam zusammen, gehen schön Mittagessen und machen uns noch einen schönen Tag. Tschüss.